Willkommen zurück zu einer neuen Folge Assassin's Creed Valhalla. Wir machen jetzt weiter. Und zwar werden wir die nächste Nebenmission machen, die hier oben ist. Ich glaube, da können wir nicht mit dem Pferd drauf, denn ihr habt es gesehen. Es ist sehr, sehr hügelig, wo wir hin müssen. Ja, das war noch ein weiter Weg anscheinend. Hier können wir das Pferd noch mal rufen. Pferdchen. Oh, jetzt geht es nach da. Ah, hu, ha, hi. Was ist das jetzt hier wieder? Hallo? Interagieren. Was ist das? Komm, trau dich nur. Versuche selbst. Eivor. Komm. Stell dich hier hin und blicke über die Fjorde. Halte meine Hand. Genau so. So hoch oben war ich noch nie. Dein Vater brachte mich vor langer Zeit hierher, als wir nur 19 Winter zählten. Zusammen bauten wir Steinmännchen. Die hier? Ja. Stell es dir als Prüfung von Geist und Geduld vor. Schichte die Steine hoch und breit in eine Gestalt, die du magst. Wie gewinne ich? Indem du spielst. Und ein ruhiger Geist ist deine Belohnung. Lass die Luft und die Schönheit der Natur dich besänftigen. Okay. Ja. So. Ja, aber das ist zu. Das Ding ist. Ja, es ist zu, ja. Mit welchem soll ich denn anfangen? Mit dem hier bestimmt, ne? Nein, ich hatte ihn noch gerade. Ey, was ist das? Komm doch mal alle zurücksetzen. Ich hatte ihn noch gerade. Mann, 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 Mann. So. Nein. Gut. Ein Fertigkeitspunkt, dann entspannen wir uns jetzt aber. Gut, wohin geht's als nächstes? Nach da.
Das war vielleicht ein bisschen hoch. Machen wir ein bisschen den Rutscher. Und dann geht es nach da drüben. 100 Meter circa. Dann sind wir schon da. Ja. Was haben wir denn hier Schönes an der Nebenmission? Tür ist verschlossen. Hallo? Okay, kann ich oben rein. Was wollen die denn machen? Ah, hier ist der Schlüssel. Ich wollte gerade schon sagen, Alter, komme ich hier nicht rein? So, ein paar Trockenpilze hier noch genommen und jetzt komme ich hier rein. Holzbein. Wisst ihr nicht, dass es verboten ist, in Gottes Haus zu tuscheln? Nimm, was du willst, Heide. Aber lass uns in Ruhe. Du musst die Äbtissin sein. Warum versteckt ihr euch in einer verfallenen Kirche? Wir verstecken uns nicht. Wir wollen diesem Schier in diesem unheiligen Krieg den Rücken kehren. Aber in der Eile habe ich meinen Stab verloren. Er ist den Wachen in einem Lager unweit von hier in die Hände gefallen. Ohne ihn werde ich nicht gehen. Ein gewagtes Unterfangen für drei christliche Schwestern. Was ist euer Plan? Wollt ihr sie mit Bibelzitaten langweilen, bis sie ihn freiwillig rausrücken? Ängstige dich nicht und verzage nicht, denn der Herr, dein Gott, ist mit dir, wohin du auch gehen magst. Das könnte klappen. Aber besser wäre es, ich hole den Stab zurück. Du würdest uns helfen? Mercische Soldaten sind eine gute Leibesübung. Und eure Lage lässt mich nicht kalt. Zeigt mir den Weg. Okay. Dann folgen wir euch mal. Wie lange seid ihr schon auf der Flucht? Es müssen Wochen sein. Wir hatten keinen Plan, keine Hilfe. Wir wussten nur, dass wir aus Legrakester fliehen müssen. Ob nun Burgred auf dem Thron sitzt oder einer von euch, es wäre gleichwohl ein gottloser König. Nichts für ungut. Schon in Ordnung. Die vier Nymphen. Na, wahrscheinlich hier, ne? Ja. Ich habe keine Pfeile. Geil. Ich darf mich hier nicht blicken lassen. Einer von denen hat meinen Stab. Okay. Einer von denen. Der Stab der Äbtissin muss irgendwo in diesem Lager sein. Dein letzter Schlag. Okay, komm. Dann setze ich mich mehr wieder hier durch. Wir bringen Gottes Gnade. Du bist so gut wie tot. Die Blinden kämpfen einfach mit. Genug jetzt.
Hä? Ich hab ihn doch tot. Du bist zerschmettert! Alter. Wiederbeleben. Zack. Er starb. Ich habe ihn. Los! Nichts hier runter zum Fluss! Ich habe noch nie Schwestern wie euch gesehen, die mit bloßen Fäusten bewaffnete Männer angreifen. Durch ihn, der mich stark macht, vermag ich alles. Wir Christen nehmen so etwas problemlos selbst in die Hände. Wir sind fast da. Lincoln ist hier, ist auf der anderen Seite. Ja, christliche Schwestern, wieso nicht? Und da habe ich den Fuchs ermordet. Mahlzeit, Leder, perfekt. Wohin wollen denn die Schwestern überhaupt? Was ich halt ein bisschen blöd bei den Nebenmissionen finde, man weiß nie, wo die sind, weil du keine Zielangabe hast. Beten wir zu unserem Herrn und danken ihm, dass er über uns gewacht hat. Okay, so. Hier dein Stab. Der Herr sandte mir einen Hirten, um mir zu helfen, meine Herde zu hüten. Danke. Das Bitte. Hättest du nicht tun müssen. Das stimmt wohl. Ihr werdet vermutlich auch ohne mich zurechtgekommen. Nach dem heutigen Tag sehe ich christliche Schwestern in einem völlig neuen Licht. Ich werde Heiden von nun an auch mit anderen Augen sehen. Leb wohl. Leb wohl. Gut, Schwestern der Axt haben wir jetzt das Rätsel gelöst. Ein Garnknäuel bekommen und da tanzen die. Ja. So, Karte. Hallo, Karte. Welt, da. So, wir sind jetzt hier. Wohin sollen wir jetzt eigentlich? Welche Quest verfolgen wir denn jetzt gerade? Genau, wir sollten die ja verfolgen. Die ist denn da unten? Okay. Machen wir noch diese Nebenmission und holen uns das hier noch? Oder? Da können wir uns doch noch diesen Schnellreisepunkt gönnen, oder? Als nächstes machen wir erstmal das hier. Halt hier rufen und auf geht's. Auf in die Berge. Diese Welt sieht so unglaublich schön aus, ne? Ist unglaublich. So, was haben wir hier? Okay, mal wieder irgendein Fluch. Geh doch bitte runter, danke. Aber wie komme ich denn da jetzt hier hin? Ich komme da nicht rein, ne? Nein, ich komme da nicht rein. Und hier komme ich rein.
Einen Moment, denn mein Fernseher geht sonst nämlich gleich aus. Das ist okay. Ja. Hallo, hat das jetzt nichts gebracht? Hallo? Ah, hier sind noch mal ein paar Pfeile, perfekt. Ich hatte gerade nur gewundert, wieso habe ich denn gerade nicht egal, komm. Nee, kriege ich nicht, hä? Okay. Das scheint hier an nicht zu gehen. Proviant ist voll. Ja, finde den Schlüssel, aber ich komme ja nicht da durch das Tor. Das bedeutet, ich brauche hier ein Explosionsfass, aber das ist hier nicht. Und mit brennendem Pfeil komme ich da nicht gegen an. Ich brauche ein Fass, was explodiert. Aber ich finde hier keins. Das bedeutet, ich komme hier nicht weiter. Erstmal. Weil hier steht nichts und mit Pfeilen habt ihr jetzt gesehen. Ich mache es gerne noch einmal. Passiert nichts. Passiert einfach nichts. Ja. Gut, ich brauche auf jeden Fall so ein, wie heißt das hier? Ja, ein explodierendes Fässchen. Ich weiß aber nicht, wo hier eins sein könnte. Warte mal, was ist das hier? Nee, hier sind nur Pfeile. Ja Leute, wie es jetzt hier weitergeht, keine Ahnung. Ich muss auf jeden Fall so ein Fässchen suchen. Aber es scheint hier nicht in der Nähe zu sein. Vielleicht hier bei denen? Nö. Hier gibt es nur Pfeile. Ich gucke noch mal bei dem Haus schnell. Irgendwo muss es doch hier
brennendes Fass gehen, was explodieren kann, damit ich diese Tür aufbekomme. Proviant ist voll. Was haben wir hier? Hier haben wir aber auch kein Fass, was explodieren kann. Nö, gar nichts. Ja, das ist natürlich schlecht. Was ist das? Plündern. Na, es gibt nur 4 Silber. Gut, ja, das ist sehr schlecht. Wir haben hier auch kein Fass. Ja. Unheilvoll. Auf diesem Land lastet ein dunkler Seder. Ja, da sehe ich jetzt hier was. Wie komme ich da in dieses Gebäude mit der Treppe rein? Das ist halt die große Frage. Mit Feuerfallen hat es nicht geklappt, ihr habt es ja gesehen. Das klappt nicht. Und sonst komme ich hier nicht rein. Geht nicht. Aber eigentlich müsste das doch mit Feuerfallen gehen, oder nicht? Aber hier ist ja auch nichts gespawnt. Kein Fass. Was ist das hier? Nee. Kannst du vergessen. Was haben wir hier nochmal? Wird nix. Was ist hier? Auch nix. Ja, Leute. Dann können wir das hier auf jeden Fall. Warte mal, was ist das denn hier? Das ist doch irgend so eine Falltür. Ja. Warte mal. Ne, da können wir auch nicht. Kommen wir hier raus? Ja, können wir, aber es bringt nichts. So, Karte. Gut, wir sehen uns, würde ich sagen, in der nächsten Folge. Wir können hier erstmal nichts ausrichten. Warte mal, kommen wir sonst hier rein? Nee, ne? Aber wir müssen unterirdisch irgendwie reinkommen. Das geht sonst nicht anders. Oder hier? Ah, hier doch. Warte mal. Ah, okay. Ich hab's gut rausgefunden. Ah, hier oben ist der Schlüssel. Okay, dann hat es sich doch noch gelohnt, dass wir hier dran geblieben sind. Aber ich komme nicht rauf. Ich komme nicht rauf, hä? Ernsthaft jetzt? Ernsthaft? Ah, doch jetzt. Okay, ich glaube, das war ein Bug. Ah, okay. Wie kann ich das denn jetzt aufmachen? Ah, okay, jetzt macht das doch alles einen Sinn. Jetzt macht das auch natürlich alles einen Sinn. Jetzt geht die Folge ein bisschen länger, aber ist dann halt auch mal so. Wir wollen ja auch ein bisschen mal was schaffen.
Gut. Es stinkt, verdammt! Gut. Jetzt zeigt, dass wir diesen Fluch hier ein Ende setzen. Oh, endlich. Gut. Das Land kann wieder aufatmen. Ja. Das Land kann wieder aufatmen. Ihr auch, denn die Folge ist vorbei. Also es soll natürlich nicht heißen, dass die Folge schrecklich war. Aber ja, lasst doch gerne... Oh, wir haben Stoff bekommen. Sehr, sehr gut. Lasst doch gerne eine Bewertung da. Wir sehen uns dann in der nächsten Folge. Bis zum nächsten Mal. Ciao.